Herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, was ich euch vorstellen möchte. Hier haben wir Pirate Code. Was ist Pirate Code? Um es kurz zu fassen, es ist World of Warships. World of Warships mit Fähigkeiten. Das ist wirklich die kurze Variante. Mit dem Unterschied, wir haben natürlich hier, wie man es bei Handy-PvP-Spielen kennt, Truhen, die man bekommt. Wir haben verschiedene Schiffe, das kennt man ja auch vom World of Warships, die dann verschiedene Typen sind, die dann verschiedene Fähigkeiten auch haben. Und ja, toll, jetzt soll ich mit dem das probieren. Nee, achso, ja, da sieht man, wie der aussieht. Okay. So, unten hat man dann immer von den Schiffen die Fähigkeiten. Dass man hier explodiert mit Schaden. Man kann dann durch Ausrüstungsteile die Schiffe hochleveln. Und man kann diese aber auch anpassen, wenn man möchte, mit anderen, ja, Farben, ein bisschen Kosmetik. Hier habe ich schon eins, was ich etwas höher gelevelt habe, wie man sieht. Und guck mal gerade im Shop, ob da vielleicht noch was mit drin ist, was ich gebrauchen könnte. Aber nein, sieht nicht aus. Okay. Ich bin natürlich noch relativ im Tutorial-Modus. Das heißt, mir wird dann gezeigt, wie man bestimmte Sachen ausprobiert. Man hat hier quasi Anker legen bzw. losfahren. Dann hat man quasi verschiedene Typen von Schiffen. Und man muss aber zielen. Okay. Sehr einfach. Okay, die ganze Flotte von Schiffen, die ich besitze, fährt dann wieder rum. Wir haben dann halt, wie gesagt, verschiedene Truhen, die man nutzen kann, um Teile freizuschalten. Ein weiterer Unterschied, den es hier gibt, ist, dass man, dass es zwei verschiedene Arten von Truhen gibt. Also erstmal gibt es sowieso verschiedene Truhen von Holz bis Bronze bis irgendwas. Aber es gibt auch MVP-Truhen. Das heißt, welche, die dann definitiv etwas besser sind als normale. Des Weiteren haben wir eine Besatzung, wodurch wir einzelne Fähigkeiten erweitern können. Je nachdem, wie hoch unser Level ist, können wir dann hier quasi unsere Crew vom Schiff einsetzen, die dann halt rechts unsere Zusatzfähigkeiten gibt. Ebenso können wir die aber auch selber craften mit den Teilen, die wir unten haben. Ich muss mal gucken, was für einen Platz habe ich denn noch? 5. Das jetzt machen. Doch. So, und dann habe ich da. Da habe ich zum Beispiel mal. Genau. So, aber nein, ich wollte ein neues bauen. Und zwar Ablenkzeitkanone. Und dann ändere ich den. Ändern. Die Flotte ist quasi, ja, eine Gilde. Die habe ich jetzt noch nicht betreten können. Oh, was? Eintreten. Also kann man einfach zufällig eine beitreten. Spende. Also Karten nachfragen, Flottenschlacht, sind halt so diese PvP-Sachen. Reise ist hier quasi, ja, so ein Pass, wie man es halt bei den Multiplayer-PvP-Spielen hat. Genau, eine Krake. Macht die fertig, das ist nämlich noch eine Mission. Hier unten rechts werden noch andere Apps vorgestellt.
Also man hat hier natürlich ein bisschen Werbung mit drin. Und man kann durch Videos schauen quasi verkürzen. So, jetzt haben wir hier ein paar neue. Genau, den kann ich jetzt verbessern. Das machen wir auch mal. Denn wir haben hier nämlich auch, ich sag mal, Kapitäne von unseren Schiffen, die dann verschiedene Fähigkeiten besitzen. Mit den entsprechenden Fortschritt schalten wir überhaupt welche frei, dass wir sie besitzen können. Aber damit wir die tatsächlich spielen können, müssen wir sie dann auch noch kaufen. Das heißt, wir brauchen auch noch das Geld. Den habe ich jetzt schon. Die anderen bräuchte ich theoretisch auch noch. Genau. Kneipe ist dann hier unser NPC. Den Kai habt ihr schon gesehen. Da können wir die Schiffe verbessern und neue aufbesorgen, beziehungsweise ganz schwere dann nachher. Und jeder hat so seine eigenen Fähigkeiten. Ich überlege, level ich das hoch? Ne, das mache ich noch nicht. So. Welt ist, sind dann noch so ein paar Extra-Missionen, die man quasi hat. Aber wir gehen dann mal rein. Es gibt hier verschiedene Sachen. Quasi so eine Art Meisterschaft. Die öffnet sich dann bald. Ozean der Ewigkeit ist quasi PvE. Da kämpfen wir. Ich kann mal gucken. Da kämpfen wir immer gegen weitere Schiffe. Wir müssen versuchen, so gut wie möglich zu überleben. Machen wir mal das. So, wir können halt links und rechts lenken. Wir können vor Anker legen, wir können aber auch fahren. Und wir können auch rammen bzw. schneller fahren. So, weiter geht's. Wir kämpfen mit den weiteren HP nämlich weiter. Schaden, weiter. Puh, das wird schwierig. Vor allem, wenn man ja seine Spezialfähigkeiten nicht hat. Ah, ich habe jetzt hier gerade nicht viel geredet, da war ich ein bisschen konzentriert. Das nächste schaffen wir definitiv nicht. Hier haben wir quasi die ganzen Fähigkeiten, die die Schiffe besitzen. Die Ramme, ich glaube, die hat jedes Schiff. Die Sekundärbefeuerung ist unterschiedlich. Und dann haben wir halt die Spezialfähigkeit, die von den Helden abhängt. Und der Primärangriff ist auch. Wobei, nee, die ist nicht unterschiedlich. Ja, das war's. Aber gut, wir sind weitergekommen. Das ist schon mal gut. So, das ist quasi der PvE-Bereich. So, was haben wir hier oben? Erreicht es, ja. Ich überlege mal gerade, könnte man vielleicht mal so eine Truhe kaufen? Na, die kostet so viel. Mit Schiffsteilen. So, dann machen wir den normalen PvP-Modus, weil hier war jetzt gerade 1 gegen 1.
Wir können auch sagen, wir treten im Team an, wenn wir halt mit Freunden zusammen spielen wollen. Oder wir machen einzeln und gehen einfach rein. Dann suchen wir uns ein Schiff aus. Wir werden einmal das Schiff nehmen, danach das andere. Da das wir beide mal ausprobiert haben, wobei ich mit dem einen halt nicht so hochgelevelt bin. Das heißt, da würde ich bestimmt nicht so gut abschneiden. Aber bisher habe ich eigentlich jedes Spiel gewonnen. Es gab kein Spiel, was ich verloren habe. Und da gibt es ja auch verschiedene Modi. Es gibt einmal halt mit King of the Hill in dem Sinne. Und das hier ist Edelsteine sammeln und behalten. 3, 2, 1, go! Die haben ja schon richtig heftige Schiffe. Ich mit meinem mickrigen Schiff und die mit ihren Superteilen da. Aber man sieht theoretisch immer gleich, aus welchen. Welchem Land die sind. Natürlich mit Taktik, anders als bei World of Warships kommt man hier dann auch wieder. Das heißt, hier ist dann eher das erledigt, wenn wirklich die Ziele erledigt sind. Natürlich verliere ich jetzt das erste Spiel, was ich euch zeige. Das ist vielleicht doch einfach zu spät zum Spielen. Hier gilt es dann in dem Moment natürlich die 25 Kristalle zu kriegen. Und sobald man an der Stelle die 25 hat, zieht der Zeit runter. Das heißt, da hat man noch die Möglichkeit. Das war's. Ist jetzt übel. Ich habe bisher immer gewonnen und jetzt gerade, wo ich euch das Ding zeigen will, killt. Na toll. Aber es ist auch total unfair, dass die alles an Schiffen haben und was ich an Schiff habe. Das ist, wobei vom Rang sind wir ähnlich, oder? Schiffstechnisch hänge ich da voll hinterher. Schade. So, das war quasi der Wikinger-Kanonen, das Wikinger-Kanonenboot. Ja, höheres Niveau. Ist klar. Eine Tür.
Okay. So, dann nehmen wir das mal hoch. Kann ich sogar abbauen. Ist das hier auch ein... Das ist auch ein Armbrustpunkt. Ich glaube, da kämpfen wir mit dem mal. Muss ich mal gucken, besatzungstechnisch... Ne, nicht Besatzung, sondern in der Kneipe. Den habe ich. Sofortiger HP. Ne, ich bleibe bei meinem. Schauen wir uns jetzt, wie gesagt, einmal das andere Schiff an. Da. Dann packen wir auch den rein. Okay, HP erneuern. Auch nicht schlecht. Es ist halt auf jeden Fall niedlich gemacht. Jetzt haben wir schon wieder einen Edelstein-Modus. So. Habe ich jetzt mehr HP, aber dadurch, dass ich ein höherwertiges Schiff habe? Natürlich nicht. Aber ran können anscheinend alle. Diese Pfeile auf jeden Fall auch stark, muss ich mal so sagen. Nicht nur Fähigkeiten, sondern auch noch Power-Ups. Puh. Wenigstens haben wir uns zu hoch heilen. Das ist schon mal gut. Aber die Kanone ist ganz schön in der Kälte. Oh, jetzt sind die bei jetzt, müssen die erstmal. Ja, diesmal sieht's gut aus. Jetzt sieht's gut aus. Es wird dann halt immer ein Spieler ermittelt, dass der der Beste ist.
Sehr gut. Und dann war gewonnen. Nee, MVP bin ich nicht. Dafür habe ich zu wenig Schaden gemacht. Aber ganz schlecht war ich auch nicht. Ja. Das ist quasi das Spiel. Ich will mal gucken, ob wir hier vielleicht noch einmal einen Modus machen. In der Hoffnung, dass wir hier nochmal den anderen Modus sehen. Aber es kann auch sein, dass in diesem Spielbereich einfach der Edelstein-Modus öfter kommt. Es ist halt ein bisschen comicartig gemacht, aber wie gesagt, für den Kaperungsmodus. Genau, das ist es, das. Genau, den Kreis. Das ist der andere Modus, den es gibt. 3, 2, 1, go for! Ja, wie gesagt, das hat, finde ich, sehr viel Ähnlichkeit mit World of Warships. Und ja, ich finde, es macht auch durchaus Spaß. Genau, friert nicht alle ein. Man kennt ja das im Prinzip, dass wenn man hier die, die Bereiche betritt, dass dann die Zeit angehalten wird, sobald dann die Gegner wieder raus sind. So einfach, aber jetzt haben wir wieder ein bisschen die Führung. Angeschlagen.
Nation. Das habe ich noch rausgehauen. Diese ganzen Freezer. Ich glaube, meine ist es eigentlich nicht. Jetzt hängt's. Schön. Und das bei der Aufnahme. Gucken. Meins ist es eigentlich nicht. Keine Ahnung, ob das öfters passiert oder woran das liegt. Ich müsste wahrscheinlich das Spiel jetzt beenden. So, wir haben neu gestartet. Das kann doch nicht sein, aber wahrscheinlich sind da gleich mehrere rausgekommen. Ja, ich hoffe, das kriegen wir in den Griff. Weil dadurch haben wir jetzt wahrscheinlich verloren. Sehr schön. Das wird jetzt interessant. Boah, ey, das ist. Dieses Einfrieren ist schon übel. Ja, geschafft. Sehr gut, das war knapp. Cool. Ja, so chaotisch kann es manchmal sein. Ich hoffe, dass das nicht immer mit diesen ja, mit dem Netzverbindungsproblem kommt. Aber das ist quasi ja, das Spiel. Ich hoffe, es macht bei euch Spaß auf mehr. Und ja, schaut ansonsten mal rein. Pirate Code. Und hier sage ich an der Stelle dann Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.